Ein Streamliner, ein Stromlinienzug, ist ein Eisenbahnzug, der aerodynamisch gestaltet ist. Ziel der stromlinienförmigen Gestaltung sind laut Wikipedia einerseits verringerter Luftwiderstand und damit höhere Geschwindigkeiten und niedrigerer Energieverbrauch, andererseits wegen der Werbewirkung auch eine höhere Akzeptanz bei den Fahrgästen. Stromlinienzüge bestehen entweder aus aerodynamisch geformten Lokomotiven mit einer stromlinienförmigen Wagengarnitur oder aus Triebwagen. Im Sprachgebrauch bezeichnet der Begriff Streamliner hauptsächlich die Stromlinienzüge von 1933 bis in die 1960er Jahre. In Deutschland ließen sich unter dem Begriff der Schienenzeppelin die Dieselschnelltriebwagen SVT 137 und TEE VT L5 einordnen. Ein Vertreter der modernen Bahn wäre der ICE. Hier zeigen wir die Nachbildung eines US-amerikanischen Streamliner-Zuges aus den 1930er Jahren. Er besteht aus der jüngst vorgestellten Lokomotive DG1 und 4 Schnellzugwagen. Bei den Wagen handelt es sich um 2 Großraumwagen, einen Speisewagen und einen Aussichtswagen. Alle Fahrzeuge bestehen aus Aluminium, sind tadellos gefertigt und ebenso tadellos bedruckt. Ihre Räder laufen rund und die spärliche Bedruckung ist lupenrein ausgeführt. Die Drehgestellblenden sind fein graviert, die Schraubenfedernachbildungen wirken überaus plastisch. Die insgesamt matt-schwarze Farbgebung vermeidet jegliche plastikhafte Anmutung. Der zum Schluss laufende Aussichtswagen ist mit einem Schleifer ausgestattet, der über serienmäßig stromführende Kurzkupplungen die werksseitig eingebaute Innenbeleuchtung mit Strom versorgt. Ein elegantes, gut ausgestattetes Wagenset, das mit rund 360 Euro allerdings auch seinen Preis hat. Merklin reiht es in die Epoche 3 ein.